erstattet den Oberhaupt Begriff, Bericht, verdammte Hacke. Ich glaube, sonst hatte ich ja alles abgegeben oder erledigt. War ich beim Schmied schon dran, bevor ich... Nee, den Schmied habe ich mir nämlich noch nicht angeguckt. Flammenklinge vom Anyanath. Lähmungsschlag und Gift. Da sieht man wieder aus, als wenn man an der Stange tanzt. Weißt du, was mich so ein bisschen stört? Der zeigt zwar bei Verteidigung und Schwachpunkt Werte an, aber normalerweise haben die Rüstungen ja, der zeigt ja den Höchstwert und den niedrigsten Wert der Rüstung, aber nicht die Zwischenwerte. Das macht mich total kirre bei dem Spiel. Schlaft auf, wurde noch nie von dem Gegner eingeschläfert. Dafür haben wir nicht genug. Dafür auch nicht. Den Clusterhammer, da haben wir auch nicht genug, weil da brauchen wir mehr Buggy-Schuppen. Und beim Glutbogen werden wir auch nicht genug haben. Dafür müssen wir mehr Anyanath töten. Was soll's. Thank you. Dann reden wir erstmal mit dem Vorsteher. Wo ist das Oberhaupt? Das Oberhaupt, der ist unterwegs, um sich im Dorf umzuschauen. Super. Ja, ich habe den Anyanath erlegt. Yay!
Amoloska-See. Den schwer zu übersehen. Ich glaube, eigentlich ist die Anjanas-Rüstung gar nicht die richtige, die ich tragen sollte. Wobei im Schnee sind auch Monster, die Feuerschaden verursachen. Meine Freunde, willkommen zurück. Wir haben die Windmühlenteile. Wirklich wunderbar. Ich habe nichts Geringeres von den legendären Helden erwartet. Tut mir leid, dass ich euch gleich wieder um etwas bitte, aber könnt ihr euch hier auch unserem Händler helfen? Was ist das Problem? Ich habe so wenige Waren zu verkaufen, dass es sich heutzutage kaum lohnt, den Laden zu öffnen. In der Höhle, durch die unsere Transportroute führt, gab es einen Einsturz und Pepe kommt mit seiner Fracht nicht durch. Wenn es so weitergeht, muss der historische Laden unserer Stadt schließen. Räumt die Lawine-Mine-Höhle. Ja. Welcome. Welcome. Die Lawine-Mine-Höhle hieß wahrscheinlich schon vorher so. Bevor die Lawine die Höhle kaputt gemacht hat. Ach, wieso? Im Dorf Mahana. In dem falschen Dorf. Halt, stopp. Ne, mit dir haben wir gesprochen unten. Das nächste Ei hier hinten im Dorf. Ja, hier ist ein Reißzahnei. Danke für die Kronkorken. Fantastic. Hey there. Gibt Leviathan-Monster, die im Meer oder kleinen Gewässern umherschwimmen können. Du würdest sicher gerne mühelos über das Wasser gleiten. Mein Gott, ich hab doch schon Leviathan-Eier. Fantastic. Hey there. Dunkelblau ist eine neue Quest, hellblau ist die Quest abgeben. Heißt, ich habe vorhin im Dorf eine neue Quest nicht angenommen, obwohl die Tuse, die hinten auf der Bank sitzt, mit der habe ich schon gesprochen gehabt. Ist egal, wir gehen nochmal hin nachher. Oh, du bist aber süß.
Dröhnen. Toll. Da der Rater muss ja drin bleiben. Und springen muss ich auch behalten. So, nochmal zurück. Dann können wir ja sehen, ob das Quest neues war oder das alte. Aber es muss ja neues sein, weil Quests werden zur Abgabe nur angezeigt hier. Ja. Wenn man die auch ausgewählt hat im Questlog. Auch die andere Person. Hey there. Es ist unhöflich, Leute anzustarren. Du denkst bestimmt, ich bin ein Tunichtgut, der rumliegt und heiße Milch schlürft. Als ich jünger war, so dein Alter, hatte ich auch große Träume. Ich suchte auf der ganzen Welt nach Piratenschätzen. Wie war das? Du willst meine Hinweise hören? Und was machst du dann? X markiert die Stelle. Wenn er leicht zu finden wäre, wäre er nicht verloren. Der Blick der Entschlossenheit, der jugendlichen Tatkraft. Also gut, ich teile die gefundenen Hinweise mit dir. Ich bestieg mein geliebtes Boot und segelte aus meiner Heimat, aus meinem Heimat. Am Strand hinterließ ich den einzigen Hinweis, den ich habe, aber er zeigt jetzt nicht gerade, wo der Strand ist oder so. Hey there. Bestieg mein geliebtes Boot und segelte aus meinem Heimatland. Am Strand hinterließ ich den Ort meines Schatzes. Toll. War es jetzt schon dieser König T-Rex oder ist der noch eine Stufe kleiner? Anjanas ist sowas in der Art. Anjanas. Ist sowas in der Art wie ein T-Rex. Ist auch nicht, dass die Quest. Hey there. Dass die Quest hier zu erfüllen ist. Egal, wir gehen jetzt zur Mine. Wir müssen das heiße Gas nochmal nehmen.
Macht das Monster technisch einen Unterschied, ob man am Tag oder abends rausgeht? Manche Quests sind an der Tageszeit gebunden. Das wird aber oben rechts an der Seite in dieser Questübersicht angezeigt. Aber ansonsten sollten die Monster sich nicht unterscheiden von Tag oder Nacht. Aber es kann wahrscheinlich Icefog erklären, der im Chat ist, weil der einfach schon mehr Spielstunden hat als ich. Icefog! Droste, hörst du mich? Jetzt ist er natürlich nicht da, wenn man ihn mal braucht. So wie immer. Auch nicht sicher. Dann wissen wir es nicht. Dann weiß die geballte Ladung der noch Wachen leider nicht, was der Fall ist. Ja, verdammt, du bist Geschwindigkeit. Und ich habe natürlich immer noch nicht mein Wärmeding genommen. Was für ein kranker Shit, heißer Nebel hält so lange, bis ich wieder zurück zur Basis komme. Es ist nicht mal zeitlich festgelegt, wie bei den ganzen anderen Sachen. Ob man fünffache Geschwindigkeit noch einfügen könnte? Per Mod? Ach, man würde so viel Lebenszeit sparen. Ach so, das war das, wo er die Viecher frisst. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich das schon mal gesehen hatte von ihm.
Ich farm gerade im Multiplayer, da gibt es nur zweifache Geschwindigkeit. Man muss sich alle Angriffe angucken. Oh mein Gott, liegt kritisch. Ich fühle mit dir. Ich habe noch gar nichts multiplayer-technisch gestartet. It's so cold. My whiskers are frozen stiff. How come you don't feel the chill? I have Frostfang, so I'm all right. I see. He keeps you warm. By the way, Frostfang is a pretty cool name. When did you come up with it? When I met him for the second time. What did you call him before then? Fuzzfangs. Say what? He was so cute and fluffy. He was the first thing that came to my mind. And you bonded with Fuzzfang... I mean, Frostfang, when you met again. That's right. It was a very cold day, like today. I'm freezing. Oh no. There's a monster here. A Berrios? Why did you... Hold on. Is that you, Fuzzfangs? I'm so happy to see you again. But you're all grown up. Fuzzfangs doesn't suit you anymore. Why don't I call you Frostfang? Frostfang, would you like to come with me? That's when we bonded. That's so touching! I almost teared up! Frosty places always remind me of that day. Anyway, let's keep going. Ich glaube, die Rasse von Frostfang ist für die an den Hängen hochklettern. Bei Monster Hunter konnte er ja auch an Wänden hängen und sich davon abstoßen. Oder habe ich das nur geträumt? Das habe ich, glaube ich, nur geträumt.
Aber eigentlich ist es schon wirklich einfach wie Pokémon. Nur halt ein bisschen anders. Für den Trainer, die überall über die Karte rennen und die ganze Zeit einen herausfordern. Bin auch ein Rider, kämpfe gegen mich. Ich sammle hier Insekten-Monsties im hohen Gras. Zeit für ein Duell. Warum sind denn überall dieselben? Schon was von Abwechslung gehört? We'll handle it together. Verdammt. Kann ich mal Stärke genommen. Ah, nicht schlimm. Die Rüstung blockt genug. Ach, zieh ich doch zurück. Ich muss in das Höhlchen gehen. Eben das Lightmonster wechseln. Ja, ich möchte das Ei. Ich glaube nicht, dass hier viele bessere Eier kommen werden oder ein Regenbogenei. We'll handle it together. You're getting stronger!
Tja, worüber sollen wir uns heute unterhalten? Während der Grind real ist. Ja, wir haben ein Monster, was wir hier theoretisch dafür nutzen könnten. Letztes Mal hatten wir Streamkram, dann hatten wir Elektromobilität. Ne, stimmt gar nicht. Welcher Motor ist der beste? Ich glaube, heute ist keiner da, der ein Thema antitschen kann. Im Chat. Jedenfalls sind wir momentan in der Kernfusion. Nicht weiter. Es wird gebaut. Also es wird gebaut in Frankreich. Glaub mal, kann es auch in ein Jahr noch sagen, sind wir weiter. Da wird nichts passiert sein. Toll, Lähmungsmesser. Jetzt überlegt, wie häufig ich da sowas benutze. Oder vielleicht benutze ich es zu wenig, sollte ich das häufiger benutzen. Ja, es hat. Einen Flughafen zu bauen ist noch leichter als ein Fusionskraftwerk zu bauen. Beziehungsweise eins, ein Test. Fusionskraftwerk. Wenn du natürlich richtig doofe Leute dabei hast. Kannst du aber auch verkacken, einen Flughafen zu bauen. Aber immerhin, er ist fertig. Er wird halt nur nicht gebraucht jetzt. Konnte ja keiner wissen. Yeah.
Irgendwie das Gefühl, das Spiel würde heute langsamer laufen. Aber es kann ja gar nicht sein. Juhu, Stufe 23. Vielleicht kann ich sie jetzt instant töten. Baroth. Der Übeltäter hinter all den zerbrochenen Steinen steckt. Jetzt haben wir einen Kumpel. Bist du bereit? Baroth, ich weiß, du bist nicht schuld, aber ich muss meine Heimat schützen. Der Aufbau ist noch nicht fertig. Wir werden auch nicht länger zusehen. Wie er dem Händler weiter Ärger bereitet. Da ist ein E anstatt ein E. Verdammt. Ich will mal überlegen, welche Einstufung er nochmal hat. Dann halt so. Spuck ihn deine Feuerangriffe gegen den Kopf. Kleiner Schlawiner. Baroth lieben das Suhlen im Schlamm. Schlechte Nachricht, er stinkt. Gute Nachricht, eine Schwäche zum Wasserelementar. Wasserelement. Wenn sie nicht im Schlamm sind, nutze Feuerelementangriffe. Wechsle Monstis, um einen Vorteil zu erlangen. Tja, ist aber eigentlich die falsche Monsterklasse. Okay. Aber ich meinte jetzt von dem Grundangriff her. Aber anscheinend macht er gerade eh Kraft, also Technikangriffe jetzt. Und nicht mehr Geschwindigkeitsangriffe. Bam, 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 bam. Namenstachel. Hey,
Ach, verdammt. Eigentlich wollte ich nicht Ratter nehmen, ich wollte was anderes nehmen. Wer macht jetzt wieder Geschwindigkeitsangriffe, also Technik? Danke, ihr habt mit Anmut und Entschlossenheit gekämpft. Der Wiederaufbau des Dorfes kann fortgesetzt werden. Weißt du, wir sind froh, wenn wir helfen konnten, aber schau dir mein Fell an, ich bin mit Schlamm bedeckt. Kein Tier von Traurigkeit. Oder vielleicht doch. We did it, buddy! Now the Popo can get through the cave and the shop can keep on running! Thanks for your help. Getting the shop back to normal will mean a lot to the owner. And it'll bring back some hustle and bustle to our village. Your village has come a long way since it was destroyed. It must have been really hard on you. It was. Although Frostfang and I spent some time away from the village too. Really? Why, if you don't mind me asking? When I came back to the village with Frostfang, after we bonded, listen, everyone! Avinia, move away from that monster! We can't sustain any more damage to the village! He won't do any harm! How do you know it's not blighted? It's too much risk. We won't allow it. If he's not allowed in the village, then I'm leaving too. And so I left my beloved village, so that I might stay together with Frostfang. I can't believe they didn't trust you and your monstie! The Black Blight didn't just destroy our village. It also destroyed people's trust in monsters. That's terrible! Seeing you and Ratha makes me remember how it felt to be with Frostfang back then. But no matter what happens, you must believe in your monstie. We'll prove that Ratha has nothing to do with that spooky legend. You'll see! Okay, gang, it's back to the chief! My paws are sore from walking. Let me hop on, Fuzzfangs! No need to be so frosty with me. Ja, dann reitest du weiter mit bei mir. Gibt's hier noch was zum Abernten? Vor allem Ressource, beziehungsweise Erze. Zurück ins Dorf. Ich glaube, ich mache heute nicht mehr als nur eine Folge hier. Einfach schon zu spät, dann haben wir nämlich gleich wieder 3 Uhr. Vielleicht schaffe ich es einfach mal ein bisschen früher ins Bett zu kommen. So, jetzt haben wir noch eine Quest, die wir
die irgendwo hier netter her ist. Ach, verdammt, das neben dem Typen. Können wir jetzt nicht abgeben, weil sonst triggere ich ja das Abgeben beim Oberhaupt. Welcome. Wollen wir noch mehr Nezilla? Hatte der eine Typ, wenn ich gesagt, ich sollte in der Zamitrios-Rüstung zu dem hinkommen. Die hat einen Kälteschutz. Ja. Wir wollten mich in der Rüstung sehen. Hey, hi there. Dann kriegst du vom heißen Nebel das Rezept. Ich finde, das lohnt sich halt nicht. Kälteschutzrüstung. Ach, jetzt gibt's mir eine neue Quest. Hey. Hi there. Elementareigenschaften deiner Waffe sind wichtig. Auf dem Berg Lavinia zum Beispiel leben viele Monster, die schwach gegen Feuer sind. Hast du hier ein Anjanas bekämpft? Du kannst das Feuerelement aus Anjanas-Material herstellen. Haben wir. Nicht nur eine. Der hat die Melodie Blutsaugen. Dieses dunkle und grusige Lied saugt deinem Gegner die Lebenskraft aus. Ja. Die Mission übrigens auch erledigt. Und nun... sagt die Dorfälteste, und nun speichern wir.